Hallo zu einem neuen Video auf dem Business Intelligence Kanal. Heute sehen wir uns an, wie du mit einem SQL-Befehl beliebige Werte umwandeln kannst. Bevor wir loslegen, bitte diesen Kanal abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Und jetzt starten wir los. Bei der Arbeit mit Daten ist die Konvertierung von einem Datentyp in einen anderen ein häufiger Anwendungsfall. Du hast beispielsweise Daten aus einer Excel-Datei importiert und alle Daten werden als Text gespeichert. Einige Spalten haben jedoch das numerische oder Datetime-Format und du möchtest diese Daten in ihre entsprechenden Datentypen konvertieren. Dazu können wir uns den Befehl Convert bedienen. Sehen wir uns nun ein paar Beispiele an, wie du diesen SQL-Befehl Convert anwenden kannst. Dazu beginnen wir mit einer neuen Abfrage auf der Datenbank hier. Und dort verwenden wir als Beispiel Nummer 1 die Umwandlung einer Dezimalzahl in einen Integerwert. Wir beginnen mit Select. Anschließend verwenden wir den SQL-Befehl Convert. Dann den Datentyp Int, sozusagen das Zielformat. Und anschließend können wir eine Dezimalzahl angeben. Und wenn ich das nun ausführe, erhalte ich das Ergebnis 12 als Ganzzahl. Kommen wir nun zu einem weiteren wichtigen Anwendungsfall bei der Verwendung von SQL Convert, und zwar bei der Konvertierung von Datumsformate. Dazu sehen wir uns im ersten Schritt folgende Anwendung an. Angenommen, ich möchte eine Zeichenfolge eines Datums in ein Datumformat umwandeln. Das könnte wie folgt aussehen. Ich verwende Select Convert. Wiederum gebe ich das Zielformat an, in diesem Fall Date. Anschließend kann ich nun diese Zeichenfolge angeben und die könnte wie folgt aussehen. Und zwar August 01/2021. Diese Zeichenfolge möchte ich nun mit diesem Befehl in ein Date-Format umwandeln. Dazu führe ich das nun aus und wie ihr seht, kann nun dieser Befehl diese Zeichenfolge korrekt interpretieren und liefert uns ein Datumsformat zurück. Ich kann auch in weiterer Folge den Convert-Befehl dazu verwenden, auch in ein bestimmtes Format einen Datumswert umzuwandeln. Und zwar Select Convert. Angenommen, wir möchten es in ein Datetime umwandeln und die Zeichenfolge ist 2021-0101. Und zu guter Letzt kann ich als drittes Argument angeben ein bestimmtes Datumsformat. In diesem Fall verwende ich 104. Es gibt dazu eine Tabelle, welche alle Datumsformate, alle verfügbaren Datumsformate auflistet. Führen wir das aus, erhalte ich nun das entsprechende Format. Ein Blick auf alle verfügbaren Formate sieht wie folgt aus. Und zwar gibt es reichlich im Internet verfügbare Webseiten, die genau diese Datumsformate für Convert anbieten. Und wie wir hier sehen, gibt es zum Beispiel für 104 dieses deutsche Format. Oder auch ein anderes 110 würde das amerikanische Format entsprechen. Wie ihr seht, könnt ihr mit diesem SQL-Befehl viele Konvertierungen relativ einfach lösen. Und falls du Fragen dazu hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und ganz viel Erfolg.